Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute wollen wir einen kleinen Jahresrückblick machen, was wir so im letzten Jahr alles erreicht haben, sowohl in unserer Werkstatt als auch auf unserem YouTube-Kanal natürlich, und auch einen kleinen Ausblick wagen, was wir dieses Jahr so alles vorhaben. Mit euch, mit unserer Werkstatt und alles, was rund um Krieg-Klassikers so alles passieren wird. Insofern, wenn euch der Kanal gefällt, immer gerne einen Daumen nach oben da lassen und den Kanal abonnieren. Natürlich nicht vergessen, nach dem Intro geht's los. Willkommen bei Krieg-Klassikers. Ja, jetzt schauen wir uns also erstmal das Jahr 2021 an, was wir da alles so gemacht haben. Keine Angst, es wird jetzt kein Günther Jauch-Jahresrückblick über mehrere Stunden, sondern wir wollen nur mal kurz anreißen, was wir hier so alles gemacht haben, weil es war ja schon einiges. Wir sind ja Ende 2019 umgezogen in unserer Werkstatt und haben natürlich, ja, jetzt schon auch das ganze Jahr ein bisschen damit zu kämpfen gehabt, die Werkstatt neben dem normalen Werkstattbetrieb einzurichten und auch den Umzug dann letzten Endes abzuschließen. Na, ich meine, so einen Umzug, den macht man ja nicht von heute auf morgen. Und dann, wie gesagt, ist es natürlich auch nicht so einfach, dann auch den Werkstattbetrieb aufrecht zu erhalten. Insofern haben wir da sehr, sehr viel gemacht. Wir haben natürlich viel an unseren Gerätschaften gearbeitet. Wir haben viele Geräte gekauft, die Werkstatt stetig ausgebaut und uns auch vergrößert, was natürlich auch die Geräte, Werkzeuge und so weiter anbelangt. Also da sind wir schon ganz gut aufgestellt. Da bin ich ein sehr, sehr großes Stück weitergekommen. Und natürlich auch an unserem Team haben wir gearbeitet. Das ist ja mit so das Wichtigste in einer Werkstatt, dass man ein richtig gutes Team hat. Und ich denke, da sind wir jetzt wirklich auch noch besser aufgestellt als in der Vergangenheit. Wir haben jetzt zusätzlich noch einen Werkstattleiter eingestellt, der neben unserem Betriebsleiter, den ihr ja schon alle kennt, jetzt nur für das Werkstattteam zuständig ist und dadurch natürlich einen noch besseren Service für unsere Kunden garantiert. Genau, so viel dazu, was im Jahr 2021 war, was die Werkstatt anbelangt. Was YouTube anbelangt, da haben wir uns ja auch, vergrößert kann man nicht sagen, aber wir haben da schon auch sehr, sehr viel Zeit investiert, um euch hier einen Kanal zu präsentieren, wo natürlich alles rund um Oldtimer thematisiert wird. Ja, wir haben Fahrzeuge vorgestellt, wir waren auf Messen, wir haben auch ein paar Videos gemacht, Tipps und Tricks, was Oldtimer-Kaufberatung anbelangt. Aber auch da wollen wir in Zukunft natürlich den Kanal noch weiterhin erweitern. Die Frage ist natürlich, das haben wir auch noch nicht thematisiert, warum machen wir diesen Kanal überhaupt? Dazu wollte ich auch zwei, drei Worte verlieren. Zum einen, weil es uns Spaß macht, oder Tommy? Und weil wir natürlich auch wollen, dass Leute, die sich nicht so mit Oldtimern auskennen, ein bisschen einen Einblick bekommen in die ganze Geschichte. Und natürlich auch, um Leute zu erreichen, die jetzt nicht aus München kommen, sondern auch von weiter weg. Was mich wirklich freut, ist, dass wir durch unseren Kanal auch Kunden gewonnen haben, die jetzt in Norddeutschland wohnen oder in Österreich oder in der Schweiz und auf uns aufmerksam geworden sind. Das freut uns natürlich sehr. Insofern ist da auch einiges passiert. Ich denke, was die Qualität der Videos anbelangt, die kann man natürlich immer wieder verbessern. Da arbeiten wir auch dran. Aber im Vordergrund steht wirklich, dass das Ganze Spaß machen soll. Wir machen das jetzt nicht unbedingt, weil wir YouTube-Stars werden wollen. Ich meine, wenn wir es würden, würden wir es auch nicht Nein sagen, Tommy, oder? Nein, aber Spaß beiseite. Also wir machen das wirklich, weil es uns Spaß macht, weil wir hier was zeigen wollen, weil wir unsere Arbeiten zeigen wollen, weil wir die schönen Autos zeigen wollen. Und weil wir euch natürlich letzten Endes auch unterhalten wollen. Insofern, was wir jetzt für das nächste Jahr planen, darauf möchte ich jetzt auch gleich nochmal genauer eingehen. So viel zum letzten Jahr. Jetzt sind wir aber schon in 2022 und wir wollen kurz mal überreißen, was euch denn im Jahr 2022 hier auf unserem Kanal erwartet und auch an welchen Projekten wir momentan arbeiten und auch arbeiten werden. Zum einen wollen wir natürlich, wie gerade schon erwähnt, unsere Werkstatt ausbauen. Wir werden in der anderen Halle drüben, das wird wahrscheinlich Mitte des Jahres kommen, Umbauarbeiten angehen, was einen Raum anbelangt für Karosseriearbeiten. Also wir werden drüben die Halle abtrennen und die Hälfte davon dann nutzen für einen Raum, in dem wir dann nur Karosseriearbeiten verrichten werden.
Wie wir dann genau die Aufteilung machen da drüben, das müssen wir noch schauen, dass wir nicht zu viel Platz verlieren. Aber wahrscheinlich wird es so sein, dass wir den Raum abtrennen, dann hier hinten eine Tür machen, dass wir dann direkt in die andere Halle kommen und dann den restlichen Platz auch so nutzen, dass wir weiterhin da viele Autos lagern können. Wahrscheinlich werden wir die stapeln. Da gibt es ja so Bühnen, um Fahrzeuge zu lagern. Das werden wir machen und natürlich, wie gesagt, unsere Werkstatt weiterhin auf dem neuesten Stand halten für unsere alten Autos, um eben den gewohnten Service anzubieten. Dann, was unsere Projekte anbelangt. Der Tommy, der steht jetzt gerade schon bei einem Fahrzeug, an dem wir natürlich schon sehr, sehr lange arbeiten und dem wir, und das haben wir unseren Kunden versprochen, Anfang des Jahres auch fertig machen wollen. Das ist dieser Buick oder diese Buick Wildcat 1964, an dem arbeiten wir schon sehr, sehr lange. Das hat auch einen Grund, warum wir so lange an dem Auto arbeiten, weil es wirklich eine sehr, sehr aufwendige Restauration war. Aber wir werden dazu natürlich ein separates Video machen und werden in allen Einzelheiten euch erklären, was wir da gemacht haben. Ist nämlich eine wirklich tolle Arbeit. Ich denke, das Ergebnis ist auch sehr, sehr schön geworden. Aber wie gesagt, dazu werden wir dann nochmal im Einzelnen drauf eingehen. Dann haben wir unseren Mach 1. Der stand jetzt auch den ganzen Winter, eigentlich fast das ganze letzte Jahr rum. Und da hatten wir leider keine Zeit, uns um das Auto zu kümmern. Da kommt aber ein neuer Motor rein. Beziehungsweise der Motor, der ist schon gehohnt, der muss nun zusammengebaut werden. Da sind Lackierarbeiten verrichtet worden. Eine neue Außenanlage haben wir gebaut. Also ein paar Umbauten haben wir da gemacht. Und auch der Wagen soll eigentlich so schnell wie möglich fertig gemacht werden, weil wir ihn nämlich verkaufen wollen. Hat den Grund, dass wir uns ja, wie ihr wisst, letztes Jahr den Mustang 428 Cobra Jet zugelegt haben. Und einer muss dann halt leider gehen und das wird dann der hier sein, aber wie gesagt mit einem neu gemachten Motor. Aber dazu werden wir auch ein Video machen. Generell will ich noch eins sagen zu den Videos bezüglich der Restaurationen. Da haben wir, der Tommy und ich, uns auch was überlegt, dass wir das in Zukunft nicht mehr so machen wollen, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, dass wir nämlich angefangen haben, ein Auto zu zerlegen und dann erst 3-4 Monate später das nächste Video, wie es dann wie dann die Karosseriearbeiten verrichtet werden und dann wieder 3-4 Monate später dann erst das Video dazu, wie der Wagen lackiert wird. Wir werden es in Zukunft so machen, dass wir schon von jedem Schritt ein Video machen werden, aber euch das dann erst zeigen werden, wenn die Restauration dann wirklich vorbei ist. Und dann zeitlich gesehen werden wir dann natürlich die Abstände viel, viel kürzer halten, damit ihr nachvollziehen könnt, was da wirklich passiert ist. Ja, weil es ist ja oft so, wie zum Beispiel bei unserem Dodge Charger hier, den haben wir jetzt auch schon länger. Der war ja beim KTL-Beschichten, jetzt sind die Karosseriearbeiten fast fertig. Und da vergeht natürlich wahnsinnig viel Zeit zwischen den einzelnen Videos. Ne? Also wenn wir ein Video machen, wo das Auto zerlegt wird und in dem der Wagen dann entlackt wird und dann erst viele, viele Monate später ein Video, wenn der Wagen lackiert wird, da weiß natürlich niemand mehr, was davor passiert ist. Insofern, das werden wir auf jeden Fall verbessern und das ist der Plan, wie wir in Zukunft Restaurationen abfilmen werden für euch und wie wir euch die zeigen wollen. Dann haben wir natürlich, habe ich gerade auch gesagt, haben wir noch unseren Mustang 428. Da müssen wir auch ein paar Sachen machen. Da müssen wir an der Karosserie was arbeiten und natürlich auch am Motor. Haben wir euch ja auch ein Video gezeigt, in dem wir den Wagen auf dem Leistungsprüfstand hatten. Da waren wir leider nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Insofern müssen wir da auch dran arbeiten. Da muss ich aber wirklich schauen, die Zeit vergeht so schnell, ob wir das auch wirklich dann hinbekommen, noch bevor der Frühling dann losgeht und bevor wir dann mit dem Auto wieder fahren. Nicht zu vergessen unseren 67er Ford Mustang, den wir auch am Restaurieren sind. Der Wagen ist ja lackiert worden und auch da werden wir schauen oder müssen wir schauen, das haben wir unseren Kunden versprochen, dass wir den Wagen relativ zeitnah im Frühjahr fertigstellen wollen. Also auch da werden wir euch natürlich Videos dazu zeigen. Und dann haben wir noch, das haben wir euch noch gar nicht gezeigt, einen Chevrolet C10 Truck, der auch gerade beim KTL beschichten ist. Auch der Wagen, der wird ja Anfang des Jahres bei uns wieder sein in der Werkstatt und da werden wir auch dran arbeiten und davon werden wir natürlich auch Videos machen. Und das letzte ist natürlich unser Projekt X.
Das ist nämlich das Auto, was da oben steht, noch abgedeckt. Auch da sind wir schon sehr, sehr weit. Und da denke ich auch, dass wir im Frühjahr die ersten Videos von dem Auto machen werden. Und dann werden wir auch das Geheimnis lüften, um was es da wirklich geht. Insofern haben wir einiges zu tun. Wir haben auch einiges an Material, was wir abfilmen können und was wir euch zeigen wollen. Aber jetzt seid ihr auch ein bisschen gefragt, weil wir wollen natürlich auch ein bisschen von euch wissen, was euch denn interessiert auf unserem Kanal. Welche Videos findet ihr gut? Welche Fahrzeuge hättet ihr gerne, dass wir sie für euch besprechen? Könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben, dass ihr uns einfach ein bisschen helft, was ihr gerne sehen wollt, was ihr vielleicht nicht sehen wollt, was euch gefallen hat in unserem Kanal letztes Jahr und was euch vielleicht nicht gefallen hat, damit wir einfach ein bisschen mehr rausfinden können, was euch gefällt. Der Kanal ist ja für euch letzten Endes. Ihr seid unsere Zuschauer. Insofern, ihr seid unsere Zuschauer. Insofern ist es natürlich wahnsinnig wichtig für uns zu wissen, ob ihr den Content mögt, den wir machen. Was wir uns auch überlegt haben, was wir vielleicht ein bisschen mehr machen wollen, sind nicht nur Oldtimer, sondern auch modernere Fahrzeuge, weil ich meine, unsere Firma heißt ja Krieg Klassikers, der Kanal entsprechend auch. Klassische Fahrzeuge müssen ja nicht gezwungenermaßen alte Autos sein, es können auch neuere Autos sein, die eben selten sind oder selten sein werden und auch zu Klassiker werden. Insofern haben wir ja auch schon ein Video gemacht von dem Nissan Skyline, den ihr vor kurzem gesehen habt, von dem Paul Walker, und Fast and Furious war jetzt natürlich auch kein Oldtimer, aber ein besonderes Fahrzeug. So viel dazu. Jetzt habt ihr auf jeden Fall mal einen kleinen Umriss bekommen von dem, was wir in Zukunft hier auf unserem Kanal machen wollen und was auch in unserer Werkstatt abläuft im nächsten Jahr. Wir haben euch gezeigt, welche Projekte wir gerade haben und natürlich der normale Werkstattbetrieb, der geht natürlich ganz normal weiter neben unseren Projekten. Was mir ganz wichtig ist und auch dem Tommy, wir wollen uns ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für das letzte Jahr, dass ihr unseren Kanal geschaut habt. Natürlich auch unsere Kunden wollen wir danken, dass sie zu uns in die Werkstatt gekommen sind, uns weiterhin ihr Vertrauen geschenkt haben. Das freut uns sehr. Wir haben einen stetigen Kundenzuwachs und auch einen Abonnentenzuwachs auf unserem Kanal. Wir freuen uns über jeden Abonnenten, wir freuen uns über jeden Kommentar, über jeden Daumen nach oben. Insofern vielen, vielen Dank an euch. Vielen, vielen Dank auch an den Tommy. Tommy, sag mal hallo. Der sich natürlich auch immer viel, viel Zeit nimmt für unsere Videos, mich erträgt und euch die schönen Bilder liefert, die ihr bei jedem Video von uns bekommt. Insofern sagen wir vielen, vielen Dank. Vielen Dank für das letzte Jahr. Vielen, vielen Dank im Voraus für das neue Jahr. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid bei vielen, vielen neuen Projekten, bei vielen, vielen neuen Videos. Und dann sage ich bis zum nächsten Video. Wie gesagt, das nächste Video ist aus der Motorworld. Bis sehr bald. Vielen, vielen Dank fürs Liken, fürs Abonnieren. Ciao und Servus.